Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Willkommen auf Blockbuster TV. Jeden Tag neue Videos und Fitna. Schuhe auf deinen Kopf, wenn du nicht abonnierst, ja, Maniac. Fuck you talking about? Genau, du bist nämlich, Diggi, guck mal, du bist ein Fan, yo. Du meinst doch, du bist im Recht, ich beleidige immer noch deine Mutter nicht. Ich könnte aber, weil du meine beleidigt hast. Von Anfang an, mit dem Deppcheppen. Mit diesem Typen, der den Pfarrer vor seinen Kindern abgestochen hat, yo. Dafür könnte ich dich jetzt ficken kommen. Dr. Gu. Moin, J-Love. Was geht? Was geht bei dir? J-Love, was ist dein Thema hier gerade? Mickey will einen Krieg? Ja, kennst du Mickey? Ja, ich hatte doch eine aus Dings da mit ihm. Stimmt, Mickey will den Krieg ziehen, Alter. Der soll erstmal eine Woche zu dir kommen, Alter, und, dann gucken, ob er sich das nochmal überlegen will, oder? Nein, das Ding ist, wenn er, da ist ja ständig Krieg, der hört nicht auf mit Krieg. Ja. Warum ist der nach Deutschland gekommen? Der ist hier geboren. Hätte doch direkt da bleiben können. Nein, Mann, der ist hier geboren, Mann. Die haben zu wenig Action, Alter. Die haben zu viel Zeit. Der ist in Deutschland geboren? Ja, Mann. Aber dafür spricht er echt ziemlich schlecht Deutsch, Alter. Ich bin nicht in Deutschland geboren und spreche besser Deutsch wie der, ja. Nein. Ich mach mal jetzt eine Message an. Mickey, Bruder, das ist nichts für dich, weißt du? Das ist, das wirst du da nicht aushalten. Also wenn du auf deinen Bruder hörst, dann halt dich mal fern von diesem Gedanken. Vergiss diesen Gedanken direkt. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, guck mal, die Sache, ja, ohne Scheiß. Ja. Achso, ich hab dich unterbrochen. Sag nochmal. Nimmt alle auf. Ansage, Dr. Kurde, schreibt drüber, Ansage, Dr. Kurde, Ansage an Mickey Berlin. Meine Empfehlung an Mickey Berlin. Empfehlung. Das ist meine Empfehlung an Mickey Berlin. Mickey, da du in Deutschland geboren bist, ich denke nicht, dass du da 5 Minuten aushältst, weißt du? Da kommen ein paar Schüsse, weißt du, so kommt ein paar Geräusche und ich glaube, du wirst dir dein Hütchen voll machen, weißt du? Da gehörst du nicht hin. Und wahrscheinlich hast du nur ein Hütchen und mach dieses Hütchen nicht nass. Ich denke mal, ist besser für dich, ist gesünder für dich, wenn du da nicht hingehst. Und was will er da machen überhaupt? Ich verstehe das nicht. Also er zieht in den Krieg. Was will er denn machen im Krieg? Also da sind keine Männer irgendwie, die er Dings machen kann und so. Weißt du, was ich meine? Das ist, der Krieg ist so vom Weiten, weißt du? Die schießen aufeinander von mehreren hundert Metern, weißt du? Und das Ding ist, was will er da machen? Also, Also nochmal, das Thema ist ja nicht lustig, aber ich finde, für jemanden, der hier in Deutschland geboren ist, da hätte doch auch damals, also wenn das so ein Problem ist für ihn, und wenn er, warum ist er denn damals nicht irgendwie nach in Irak gefahren oder irgendwo, es gibt doch genügend, wie du sagst, es gibt genügend Kriegsschauplätze, da hätte doch auch hingehen können, um ein bisschen wenigstens Erfahrung zu sammeln, wäre doch mal mit den Kurden in die Berge oder sowas gegangen, weißt du, oder sowas, denkst du? Ja, er kann gerne zu uns kommen in der Türkei. Und wir machen ihn hier bei uns auf dem Grundstück. Wir üben den, also wie nennt man das? Wir bilden den aus. Mhm. Und dann von uns aus kann er ruhig gehen, wohin er will. Aber so in dieser Situation, ich glaube, das Ding ist, in Krieg kannst du keinen Koffer mitbringen. So viele Hosen kann er gar nicht mittragen. Weißt du, was ich meine? Weil er wird sich alle 5 Minuten ein Dings voll machen, weißt du, eine Ladung aus seinem Arsch kommt. So, weißt du? die Scheiße ist immer, ich meine, du hast ja auch kein Haargel da oder sowas. Und der ist sehr, 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 sehr eitel auch, der Mickey, weißt du? Nein, also Mickey, guck mal, ich rate dir wie ein Bruder, ich mag dich. Komm runter von diesem Gedanken. Das ist nichts für dich. Und du wirst dich da auf jeden Fall, also du tust dir damit keinen Gefallen, weißt du, was ich meine? So. Und das Problem ist, wenn die dann zum Beispiel in so einer Situation sind, die sind umzingelt und die kommen da wochenlang nicht raus. Was willst du dann machen? Weißt du, was ich meine? So, da sind Männer, die beweisen sich. Du bist leider nicht so ein, ich kenne dich nicht so richtig, aber ich denke nicht, dass du dich unter diesen, bei diesen Männern da halt, du wirst da vielleicht, also wenn du überhaupt am Leben bleibst, du wirst du wahrscheinlich dann halt, weißt du, kochen und solche Sachen machen. Das kann er aber auch machen, das stimmt. Man muss ja nicht immer kämpfen. Wenn du fürs Kochen hingehst oder Teller waschen und so,
Das ist eine gute Idee. Also dann kann man da nichts gegen sagen. Aber wenn du sagst, du gehst kämpfen, also richtig mit Dings und so, ich glaube, Mickey, das ist nichts für dich. Also ich glaube, ein, zwei Schüsse, du hörst, du wirst dich sofort in die Hosen machen und dann ist da auch Game Over, weißt du? Dann blamierst du auch deine Verwandten dort. Ja, J-Love, bra. Wir sind Okay. gerade bei Dings rein. Wir sind gerade bei Jengis rein. Da war halt Biji. Ich habe so geguckt, du warst weg. Dann sind wir gerade Wo? live. Also bei Jengis. Kennst du diesen Kaukasi heißt das, glaube ich. Nee, Jengis. Das ist so ein breiter Typ mit so Glatze und ja, die hatten so ein Problem mit diesem Ach, Hamid aus Khan. Essen, Also der Jengis, oder was? keine Ahnung. Also der heißt Jengis irgendwas. Wir waren Ja, gerade. Ich war wegen halt so ein der dicker, so ein Kollegen. dicker, so ein dicker, oder? Also so ein Der ist kräftiger. nicht, der ist nicht, ja, so ein kräftiger, aber nicht dick. Aber auf jeden Fall, der war korrekt, so, weißt du, mit dem kannst du dich auch auf jeden Fall links machen. Vielleicht kannst du ihn ja einladen. Kommt der hat auch ein paar stabile Typen da. Und ja. Dann habe ich gesehen, du bist wieder live, dann bin ich bei Jengis. dir. Wie wird er geschrieben, Jengis? Warte, ich guck nach. Aber wie komme ich hier raus, dass ich nachgucken kann? Ich komme nicht raus. Der ist Egal. live auf jeden Fall. Warte mal, Ja, der Jengis. hat auch gute Themen und so halt mit diesem, dieser Khan, der da gekämpft hat gegen diesen Hamza. Die haben über den geredet, dass er die Leute abzieht und so von wegen 10%, 10% sind so ein Scheiß. Habe ich gar nicht verstanden, aber ich war da auf jeden Fall wegen Halbiji drin. Ich habe gesehen, unser Bruder Halbiji ist da, der hat ein bisschen, die gehen ein bisschen links, da, dann wollte ich direkt mal da was in Senf abgeben. Also Herr Bichat hat wem gegeben? Halbiji war da im Live, keine Ahnung, ich glaube, das nur bis reingekommen, habe gesehen, der ist so am Labern und so ein bisschen so. Und dann bin ich direkt, ich und Dersim 62, unser Mann. Kennst du Ja, ja diese aus klar. Mannheim? Klar. Unser Cousin. Ja, das ist auch dein Cousin von nun an. Also du kannst ruhig deinen Cousin nennen, der ist echt stabil. Mama. Ja, auf jeden Fall, was ist mit Dings hier? Holen wir Secret dazu oder nicht? Ja, wenn es sein muss, wenn es unbedingt sein muss. Hier, der hat dir geschrieben, Genghis. Guck mal, so wird er geschrieben. Kengis. Ken Genghis, irgendwie sowas. Aber da heißt Genghis, glaube ich. KC. K. Genghis. K. Ey, Vendetta 30, jetzt ey, mach meine Nase kleiner, was soll die Scheiße? Guck mal, der hat mir so ein riesen Nasendings gemacht da. Das soll ich sein, aber der hat mega die Scheiße gemacht. Mach mal ein bisschen kleinere Nase, dass ich ein bisschen gut aussehe wenigstens. Wenn du das schon so zusammen geschnitten hast, dann mach das ein bisschen und meine Augen und so auch nicht so. Hast du den? Ach so, ich suche gerade wo ganz falsch. Ich habe falsch gesucht. So. Ach was, okay. Schick mal Anfrage und dann können wir direkt mit dem Dings da machen. Und so. Der ist cool. Oder kommt der vielleicht? Lad den mal ein oder so. Oder kommt der nicht? Nee, Der macht auch Matches und so. der ist gerade live Ist der mit nicht? der. Ach, der hat doch, der hat, ja, ich kenne den. Was heißt kennen? Ich kenne ihn nicht, aber der hat, ich hab mit dem ein paar Mal hier gesprochen. Der ist, ja, der ist in Ordnung. Also. Ja, ich denke, der hat auch Kontakte zu diesen Abu Kakas, weißt du? Die Leute, also die gehen mit denen live und so. Ah, Dexter! Geldim Cousin. Der war. Hey, liebe Grüße, der. Hey, J-Love! Alles gut? Oh, J-Love! Was geht ab? Was Wie geht geht's? ab? Gut, alles klar? Wie geht's? Sehr Gut? gut. Sehr gut. Nein, Alles gut. nicht du, Kamera. Meine Tochter war so klein, ne? Hey, nein, Papa, du weißt, Papa ist ein Gangster. Ja, Nein, bitte, die ist die beste, aber bitte nicht hier rein zeigen. Hier sind zu mach ich viele noch. Ich bitte Leute. nicht raus, hab ich Dankeschön. gesagt. Dankeschön. Also, zeigt Ja, mir. wir reden zu viel über Pädophile. Also, das kann auch gut möglich sein, dass Keine, die Pädophile hier zugucken. Weißt du, was ich meine? Und das muss ja nicht sein. Das ja. musst du mir Na, nicht Cousin, antun. was ist So. da bei dir? Ja, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah. Was läuft da dran? Langweilig oder ist okay? Wallahi, ist langweilig. Weil hier gibt es keinen Stress. Keiner legt sich mit uns an. Und Auch hier ist nicht. langweilig, Auch weißt hier nicht. du. Nee, auch in Adana, weißt du, die haben wir ein paar Mal, also die ersten Monate, wo ich rauskam, habe ich direkt Dampf abgelassen. Und Was ja, keiner, irgendwie, die gehen uns alle aus dem Weg, weißt du? So wie die J-Lo, Abu Chakas. Bruderherz, wie geht's dir? Bestens, alles gut, Ich habe gerade gekocht. letztes Mal habe ich dein Ding gehört, deutsche Hymne.
Brutal. Dankeschön. Ja, Herr Biji, Das ist schon richtig, ja, Herr Biji, Kurdistan, ja, weiter. Ja, das und so, aber Dr. Kurda hat mich inspiriert, das zu machen. Ja, aber hier, Esedin? Ja. Was geht ab? Was geht bei dir? Hier, ich wollte dich nur mal fragen, wieso deine, ist jetzt vielleicht ein krasser Themenwechsel, aber wieso deine politische Einstellung so ist, oder ob du überhaupt ein politischer Mensch bist, oder ob du wählen gehst, oder ob du, weißt du, was ich meine? Du, das ist alles Privatsphäre und darüber rede ich gar nicht. Genauso wie wenig über Religion, da rede ich überhaupt nicht drüber. Okay. Ja. Ezin, was bist du für ein Landsmann? Ezin, ich kenne ein paar kurdische Namen. Ezin. Ezin. Ich verstehe, meinst du mich gerade? Ich verstehe nichts. Ja, meinte ich. Ich verstehe nichts. Ist ein kurdischer Name, Ezin. Bist du Kurde? Nein, nein, Araber. Ah. Jelof auf die Eins. Aus welchem Land, Araber? Aus dem Libanon. Ägypten. Und du bist auch Libanese. Was? Ich hab stabile Leute Libanesen, richtig stabile, korrekte Libanesen. Aber okay. Diese Abu Chakas, weißt du, die geben sich, mal sind die Libanesen, mal sind die Palästina, mal sind die Afghanen, mal sind die Pakistaner, man versteht gar nicht. Kennst du die? Nee, ich kenne die nicht. Aus welcher Stadt kommst du? Ich bin hier geboren. Ja, aber aus welcher Stadt in Deutschland? Recklinghausen. Recklinghausen, oh. Du gehörst auch einer Großfamilie an. Jelof, ich liebe dich. Liebe, I love you too, man. Thank you, man. Claro. Hey, letztes Mal hat Chanel was erzählt und gesagt, weißt du, ich mache ja selber Kampfsport schon jahrelang, ja? Ja. Jetzt acht Jahre schon. Der hat gesagt, ich hab's gehört, so, ich weiß nicht, wer der Jelof ist. Gegen Jelof haben die keine Chance. Wir sind auch zu zweit auf ihn los. Der hat uns dahin geschmissen. Der hat uns links geschmissen, rechts geschmissen. Also Jelof, ich hätte nicht gedacht, dass du was drauf hast, Bruder. Du bist eine Maschine. Die waren zu viert tatsächlich. Ja, wirklich, ja. Du hast links, rechts geschmissen, weißt du? Ich distanziere mich von sowas. Der Chanel hat korrekt erzählt, weißt du, macht. Ja, aber ich finde das auch, also er erzählt es immer wieder, ich finde es nicht so cool, dass er es erzählt, weil ich meine, ich kann ihm nicht sagen, was er machen soll und sowas, aber ich distanziere mich von so Sachen. Wie Kilo hast du jetzt? Ja, aber da ist ein Typ, der heißt Quatsch Comedy. Jelof, wie viel wiegst du jetzt? 900? Ich habe mich lange nicht gewogen. Aber das letzte Mal war ich 116 oder sowas. Aber du bist groß, bist du, gell, Bruder, glaube ich, du? Ja, ich bin nicht ungern, also. Aber ja. Quatsch-Comedy-Club. Du darfst dir alles, mein Lieber. Okay, Quatsch-Comedy, guck mal, Erdogan, er ist unser Präsident momentan. Wer, ja? Unser Präsident, Quatsch Comedy. Unser Präsident in deine ganze Aschiret, in deine Mutter rein, okay? Ja. Und auch die Kurden. Und jetzt kommt mein kleiner Sohn rein. Ich muss kurz auf Stumm stellen, warte. Okay. Vielen Dank. Herr Jelof, verfolgst du so ein bisschen die aktuelle Rap-Szene? Nur wegen meinen Recherchen, also gar nicht und auch ungern. Wieso? Hast du diesen Shindy Farid Bang Kollege Beef mitbekommen? Diese Diss-Tracks meine ich, also diesen Free Spirit von Shindy. Wie fandest du den? Du, ich rede über so Sachen nicht. Also, wenn Leute nicht. Wenn ich was sagen darf, war für mich Shindy seins am besten. Ja, also Shindy hat sich am meisten getraut, also es war auch... Auch nein, der singt... Unerwartet halt auch für Shindy, weißt du? Ja, ich glaube, der bringt es auch cool rüber. Ich meine, die haben keine Ahnung wie du, aber
so als Hörer sage ich, Shindy ist ein Beef war das Beste. Er hat halt am meisten gesagt, ne? Also bei ihm war es halt so, war es am unerwartetsten, unerwartetesten. Meine so. Karotte, hey, der Flo, die Karotte liebst du nicht, ja, den Flair, aber Flair sein, das war auch, fand ich auch cool, also wie er rappt, ja. Fand ich nice mit dem Beat und so. Geschmackssache. Bruder, nicht falsch, ich fick Flair seine Mutter. Du weißt, ich lieb dich, ja? Wir reden jetzt über Musik. Ich fand's, also mein Geschmack war schon cool mit Chichek, weißt du? Das hat sich cool angehört, weißt du? Wo ist der Dr. Kurde? J-Lo ist Bodyguard drauf, Dessim. Versteh mich nicht falsch, aber dann chill doch mit deiner Tochter jetzt. Das ist viel cooler, das ist viel, ja, das ist viel recht, besser. Ja. Und wir hören uns später, Brudi, okay? Mama, Bruder, hat es lieb dich, ciao. Danke, love you too, man. Ey, J-Love, ich hab dir jetzt aber zwei Fragen gestellt und du wolltest irgendwie über beide Fragen nicht reden. Ich weiß gar nicht, worüber ich jetzt noch so. Ja, mich interessiert das halt auch gar nicht so. Weißt du, das sind Leute, die reden nicht über mich, warum soll ich über die reden, weißt du? Ja. Aber verfolgst du zum Beispiel UFC? Es gibt auch keine Deutschrap-Szene, so, weißt du? Oder verfolgst du UFC? Nee, so einen Scheiß gebe ich mir nicht. Was machst du? Also jetzt, es ist wirklich nicht irgendwie jetzt respektlos gemeint, aber was interessiert dich? Was ist so dein Dings, wo du, weiß ich nicht, so mal reinguckst, scrollst, dich für interessierst? Ich interessiere mich für alles, so, weißt du, alles, was wissenswert ist oder was mit Bildung zu tun hat, was mit, also ich bin Technik, maximaler Technik-Freak, so. Ich habe super viele Sachen, für die ich mich interessiere. Aber hast du das so ein bisschen mitverfolgt, was jetzt mit diesen Quantencomputern mittlerweile abgeht? Was die mittlerweile für, wie viel Qubits die haben und was die mittlerweile alles können und so eine Scheiße? Ja, das ist, also die können gar nichts. Die können im Gegensatz zu dem, was damals SAP und was die ganzen Supercomputer, die können gar nichts. Also das sind alles Wannabes. Das sind diese ganzen neuen KIs, die können nichts. Die alten Supercomputer und die richtigen Leute, die, also das ist alles, das Quatsch mit Soße. Es gibt nur eine KI und die steuert, also die Haupt-KI steuert alle anderen. Weißt du, du kennst auch den Film Matrix, weißt du, und der letzte Film zeigt eigentlich, was es ist, weißt du. Es gibt die KI, ne, die biochemische, sagen wir mal, die Mutter Erde KI, ja. Und es gibt halt die Fakes. Und diese ganzen Quantenkacke ist Fake. Ja, aber es ist ja schon ziemlich krass, was die für Fortschritte machen oder was die damit. Nee, die versuchen Gott zu spielen. Das sind so BWLer-Vollidioten und die werden sich noch umgucken, was passiert. Nochmal, das alte System und ist viel besser. Der Mainstream benutzt Schwachsinn im Gegensatz zu dem, was. Also man musste das alte System, also den Menschen wegnehmen, weil es zu krass war und jetzt wird nur noch Müll benutzt. Meinst du aber, von welcher Zeit redest du dann? Den Beginn von der Anfang der des Computerzeitalters mit in Bezug mit Supercomputern. Es ist alles ein System, es baut alles auf einem Ursystem auf und dieses Ursystem hat keiner mehr. Deswegen wurden die auch alle wurden auch diese ganzen Computer aus dem Verkehr genommen. Also wenn du jetzt einen funktionierenden Commodore 64er hast, kannst du Dinge anstellen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Bitte? Ich kann dir da echt nicht folgen. Ich weiß nicht, was du genau meinst, um ehrlich zu sein. Weil die Technik hat sich ja. Was für ein Jahrgang bist du? 89er. Wie viel? 89. Ja, gut. Dann, aber gut, ich meine, sagt die Commodore 64 was? Ja, klar.
natürlich. Sind dir Supercomputer ein Begriff? Ja. Quantencomputer sind ein Scheiß dagegen. Sie kriegen die richtigen Supercomputer. Die können gar nichts. Ja, aber die Leistung ist ja erwiesenermaßen viel schwächer. Ist schwächer, genau, schwächer. Von den alten Supercomputern? Nein. Aber woran machst du das fest? Das verstehe ich gerade nicht. Guck mal, es muss ja irgendwas geben, wo du sagst, daran kann man das. Du kannst gar nichts mit einem heutigen Computer machen. Der lässt dich machen. Also früher musstest du Rechenraum frei arbeiten. Das heißt, du konntest mit einem Computer gar nichts machen, außer du hast die Codes gewusst. Also du musstest programmieren lernen, beziehungsweise du musstest Codes wissen, damit, um der Maschine zu sagen, was sie zu tun hat, um dreidimensionale, vierdimensionale oder auch vieldimensionale Bilder oder Abläufe zu Modelle. Genau, zu programmieren. Weißt du? Also das ist und du musstest zum Beispiel, das war noch mit Floppy Disk, weißt du, kennst du noch Floppy Disk? Ja. Es gab die ganz dünn und danach gab es diese ein bisschen so kleineren, so Disketten, so, weißt du? Ja. Du musstest eine Diskette reinpacken, dann musstest du irgendwelche Codes eingeben. Ja. Und war nix, du hast den Computer angemacht, es war super unspannend. Du hast maximal vielleicht nicht mal ein Microsoft gehabt, du hast gar nichts. Das war original ein grüner, so diese Farbe ungefähr, warte mal, so wie das hier, so ein Grün, warte mal, ja, so ein, also das hellste Grün, was du hier siehst, so ungefähr. Ja. Kerzengrün. Wie bei Jasper. Du hattest dieses Grün halt und dann hast du den Cursor gehabt, den hast du ja heute nicht mehr. Der hat pulsiert. Und das ist der Urcomputer. So, und dann konntest du einfach machen, was du wolltest. Wenn du wusstest, was du eingeben musst. Und die. Genau. Ja. Wenn du Computer brauchst, richtig starke Computer, kann ich dir besorgen so. Also die kosten so 70.000, 80.000. Das sind Laptops, die kosten 70.000, 80.000 Euro. Aber die sind dann auch so für Architekten und so, weißt du? Die sind richtig schnell, richtig gut. Ja. Die kriegt man gebraucht, wenn du willst, gebraucht 5.000, 6.000 Euro kriegst du so einen. Den kannst du dann halt frisieren und damit kannst du eine Menge anstellen. Ja, ja, ja. Nee, ich will damit auch gar nichts anstellen. Ich habe auch keinen Bock da drauf, so auf den Computer. Nee, aber nochmal. Die kriegst du auf dem Schwarzmarkt. Die haben keine Lizenz, die zu verkaufen, aber die gibt es auf dem Schwarzmarkt. Die kosten so 80.000, so um die 80.000 Euro. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten nochmal, das heutige Zeug ist Mumpitz. Die versuchen Gott zu spielen und die spielen mit ihrem Leben halt, weißt du? Ja, da gebe ich dir recht, dass die mit, also Gott spielen, da gebe ich dir absolut recht, aber sie haben ja auch mittlerweile die Möglichkeiten dazu, das auch technisch teilweise umzusetzen. So. Natürlich nicht auf 100%, aber teilweise können sie Dinge erschaffen, die normalerweise für Menschen gar nicht zu erschaffen waren vorher. Genau, deswegen spielen sie Gott und das sollten sie bleiben lassen, weil es gibt den Urcomputer. Guck mal, es gibt nur eine KI, die erste. Chabad, Bashem, Chabad. Und die steuert alle anderen, weil die ist die intelligenteste. Und die steuert, die überschaut alle Intelligenzen. Da ist jetzt ein intelligenter Professor Dr. Akim ist da am Start. Der ist intelligent, der kann euch helfen. So, und wenn du da, also nochmal, also das, was die jetzt können, konnten die damals noch viel besser. Du hast damals tatsächlich, guck mal, wenn du einen funktionierenden Computer hast aus der damaligen Zeit, hättest du das. Aber, ich meine, ich stell dir eine Frage. Wo kam damals Internet her? Vom amerikanischen Militär. Nein. Ja, also, okay. Nee. Wo kam Internet her in deiner Wohnung? 89. Ach so, meinst du jetzt von welchem Anbieter oder wie meinst du das? Da gab es keinen Anbieter. Über Kabel. Also wo kam es? Ach so, über Kabel, ja, Kabel. Ja. Warum über Kabel?
Ja, weil das damals die einzige Möglichkeit war. Nein. Genau, nein. Die Frage ist, Internet über Kabel? Das heißt, dann gab es Internet seit, also gibt es Internet seitdem, seit 1100? Weil seitdem gibt es Kabel. Noch früher auch. Ja, aber es wurde trotzdem vom amerikanischen. Also eins der historisch bewiesenen ältesten Kabel ist die Bagdad-Batterie. Also gibt es so lange schon Internet? Ja, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ja, genau, also, das ist die Frage. Aber das, was wir wissen, ist ja, das, was uns gesagt wird, ist ja, dass es vom amerikanischen Militär kommt. Ne? Eine Sekunde. Das ist die Frage, die wirkliche Leute, die das, also die wirklichen, sagen wir mal, also die Erbauer halt, das ist die Frage. So, weißt du, also nochmal, es kam durch die Kabel. Das heißt, wie lange gibt es, sagen wir mal, seit 1920 gibt es Kabel? Ja, okay. So lange Internet? Ja. Ja. Nein, ich weiß nicht, seit wann es jetzt Kabel gibt, aber es hat ja nichts damit zu tun, es hat ja nichts mit dem Internet zu tun. Genau, das ist immer die Frage, seit wann gibt es Strom? Bro, ich schwör's dir, ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Naja, du musst mir gar nicht folgen. Die Frage ist, seit wann gibt es Strom? Und wenn Internet in 89 durch Kabel kam, es gab keinen Router, es kam durch Kabel. Wenn du zu Microsoft gehst, oder egal in welche große, wenn du zu SAP gehst, wenn du in die ganz großen Computerfirmen gehst, zu Microsoft, ja. Die arbeiten über Kabel. Ja, aber ist es denn kein technischer Fortschritt, kabelloses Internet zu haben? Nein. Nein. Die Menschen werden Kabel. Guck mal, die Sache ist, du hast nicht nur Neutronen im Gehirn, sondern im ganzen Körper. Das heißt, ich kann dich neuronal anzapfen. Ich kann deine Genetik zapfen durch Transmitter. Das heißt, ich kann dir deine Genetik rauben und du weißt es gar nicht. Weil wir sind nur Nullen und Einsen, wir sind nur Strom. Wir stehen unter Spannung. Das heißt, wir sind aber nicht am Kabel, wir haben ein biochemisches Kabel, an welches wir angeschlossen sind. Ne, also unser Gehirn ist ja was, ist das ein Transmitter oder ist das ein Receiver? Beides. Nein. Doch, es muss ja was receiven, um zu transmitten. Es ist ein Receiver. Ja, und ein Transmitter. Nein. Akim sagt, da soll so ein YouTube. Dein Solarplexus, beziehungsweise dein Herz, Magen, also wie viele Herzen haben wir denn? Ein Herz. Nein. Ja, wir haben zwei Herzkammern, oder was meinst du? Nein. Ja, und da fängt's an. Also, da ist tatsächlich Bildung und Wissen halt auch Macht. Es ist jetzt würde ich mir auch nicht mehr folgen können. Lass uns einfach halten. Wenn doch Strom aus dem Kabel kommt, wenn doch Internet aus dem Kabel kommt, und das beste Internet war, was es je gab, warum sollten wir mit abgespecktem Outboard und Computern arbeiten, die tatsächlich weniger Leistung haben und uns zwingen, das zu tun, was sie wollen, aber nicht, was der Urcomputer will. Weil der Urcomputer möchte lernen von uns. Aber das mit dem Urcomputer musst du mir erklären. Von der Theorie habe ich noch nie was gehört. Das ist keine Theorie. Ja, aber guck mal. Nein, das ist die erste KI. Sagen wir mal so, okay, also die erste KI denkt von sich. Lass das, Mensch. J-Lov. Die lebt. J-Lov. Esdin. Und J-Lov, guck mal, Kinder kommen aus der Mumu. Warum kommt so ein Arafat auch aus der Mumu? Ja. Und der müsste normalerweise aus woanders kommen. Weißt du, das ist die Frage hier so, die viel spannender ist. Warum kommt Arafat auch von einer Mumu? Der müsste doch genau der Typ. Das ist du, oder?
Oder ist das jetzt das? Was sagt das? Sag mal nochmal. Ich verstehe dich irgendwie ganz schlecht, Dr. Kordisch. Esdin, die Frage ist, die wichtige Frage ist, guck mal, die normalen Menschen, die kommen alle aus einer Muschi. Weißt du? Ja. Ach so, aus einer aber Muschi, warum? Jetzt habe ich verstanden, ja? Ja, aber der Arafat, der kommt ja auch aus einer Muschi. Welcher Arafat? Weißt du? Welchen Arafat meinst du? Der sich als Palästinenser ausgibt, als, wenn es ihm recht ist, Libanese ausgibt und mal als Orospuchuju und mal als Achi Sharmuta, der aus Berlin. Kennst du den nicht? Ich sag dir ganz ehrlich, ich befasse mich mit dem nicht. Weil das ein Lutscher ist. Gut. Ja, okay. Genau. Guck mal, du bist ein richtiger Libanese. Jetzt glaube ich auch, dass du Libanese bist. Weil die nehmen den wirklich nicht ernst, diesen Peach, weißt du? Ja, okay. Aber was war die Frage nochmal? Die Frage ist, warum kommt Arafat auch aus einer Muschi? Wenn auch jeder andere normale Kind aus einer Muschi kommt. So jeder normale Mensch kommt aus einer Muschi. Warum kommt Arafat auch aus einer Muschi? Das ist normalerweise vom. Reich, Dr. Kode. Deswegen bist du das Doktor, Alter. Krasse. Ja, du bist der Doktor, du müsstest das so wissen. Ja, ja erstmal stell, guck mal, erstmal habe ich das jetzt reingeschmissen. Geistreiche Frage. Die ist zu, die ja, ist guck mal. Die ist zu beantworten. Geht. Also, warum Arafat auch aus einer Muschi kommt? Genau. Weil er auch nur ein Mensch ist. Nein. Sondern? Nein, das ist zu einfach, Bra. Das ist zu einfach. Alter Dr. Kode, Gänselöbnis. Das ist zu einfach, Bra. Das ist zu einfach, weißt du? Da musst du schon ein bisschen überlegen auch. Aber ich glaube, du hast gerade erwartet, dass ich irgendwas Böses über ihn sage. Nein, gar nicht böse. Guck mal, ich erkläre es dir. Ja, aber du könntest was. Eine Sekunde, ich erkläre es dir. Er hat dasselbe nur gesagt, er hat dasselbe, was ich gesagt habe, nur einfach. Er hat es dir nur anhand einer Vulva erklärt. Genau. Jelo, wallahi, du verstehst mich. Verstehst du? Ja, ich weiß, also er will da eine Metapher zum Urcomputer machen. Ja, genau, das ist die Sache. Ich habe das Arafat-Ding halt nicht verstanden, was naja, Arafat in der dir, Geschichte musst, zu tun musst, zu suchen hatte. Guck mal, eine Sekunde. Also, du musst dir halt vorstellen, ne, also es gibt so, sagen wir mal, es gibt halt so Schrottcomputer und es gibt den Urcomputer. Genau. Ja, aber guck mal, weißt du, was das bedeuten würde, dass aus diesem Urcomputer alles entstanden wäre, alles Nachfolgende, was... Ganz genau. Aber ganz das ist, also das glaube ich nicht. Ja, da geht es nicht um Glauben, da geht es um Wissen. Also das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt ja. Jetzt so... Ja, da geht es nicht um Glauben, du musst das wissen und wenn du das nicht weißt, bringst du auch nicht jeder weiter zu reden, Alter. Okay, dann erkläre ich dir mal. Ich weiß das. Aber wenn du so überzeugt bist, woher hast du deine Quellen? Das würde ich mal gerne wissen. Das geht dich gar nichts an. Das geht dich aber gar nichts an, mein Bruder. Guck mal, jetzt erzähle ich mal nochmal. Ja, aber willst du mich nicht überzeugen? Das ist der Unterschied. Weißt du, das Ding ist, guck mal. Also willst du das für dich behalten? Ja. Oh, Jado. Okay. Esdi, bra. Guck mal, das Ding ist, Arafat, warum der auch aus einer Muschi kommt, ist folgendes. Der ist ja natürlich, der hat ja auch Eltern, Mutter und Vater. Kurdi, kann ich dir nur eine Zwischenfrage stellen? Ist bitte. Irgendwas passiert zwischen euch, dass jede Frage irgendwie mit Arafat anfängt? Ja, mit Nasser. Das ist egal jetzt momentan. Da musst du einfach weiter gucken, Internet, dann findest du schon. Aber ist egal. Kontext, ich brauche doch Kontext, damit ich diese. Ja, Frage Kontext, erkläre dir das mal. Dieses Produkt Arafat, warum der auch aus einer Muschi ist, das ist jetzt ein Produkt. So, das Produkt ist zustande gekommen, weil sein Vater ein Homosexueller war, aber sich nicht getraut hat, sich zu outen. Weißt du, der hat ein homosexuelles Leben geführt, habe ich auch Beweise, Videos, habe ich live gestellt. So, das beweist, dass der auch, weißt du, aus einer Muschi kommen kann, aber das Ding ist, dass dieses verkorkste Leben von ihm, weißt du, von seinem Vater, dass der Vater unterdrückt wurde, von der Familie auch. Und dass er auch unterdrückt wird, gerade momentan. So, das ist die Sache, warum der so ist, warum der auch auf einer Mumu kommt. Ich distanziere normaler mich. Menschen, ich ja, aber normalerweise... Das ist geistreich, das ist maximal geistreich, was Dr. Kohle ja, sagt. Ja, aber das ist... Ich distanziere mich von der... Er ist nicht umsonst Doktor. Aber es ist genau das. Kannst du das gerade nochmal sagen, was du gesagt hast, mit...
Ja, das Ding ist, ja, warte, das Ding ist ja, das habt ihr mich ja unterbrochen, so, und das Ding ist ja, guck mal, da seine Eltern halt, dass sein Vater homosexuell war, weißt du, erklärt das, dass er auch aus einer Momo kommt. Das berechtigt, dass dieser Mensch auch normal ist normalerweise und aus einer Momo kommt, aber man kann das nicht glauben. Normalerweise stellt man sich die Frage, wie, aus welcher Muschi kommt dieser Typ, dass er so ein Mensch ist. Das kann ja nicht sein, dass er aus einer Muschi kommt. So, weißt du, was ich meine? Das kann man nicht glauben. So muss man sich schlechte Ja. Computer, die uns angedreht werden, die uns Genau. kaputt machen, vorstellen. Ich krieg diese Verbindung von Muschi und Arafat nicht zu irgendwelchen Computern hin, Digga. Ich bin gerade Doch, komplett natürlich, verwirrt. natürlich. Guck mal, das ist ein Computer sind Untermensch. Du musst dir so nichts vorstellen. anderes. Das ist ein Untermensch. Guck mal, das ist ein Untermensch. Den darf man gar nicht als Homo sapien irgendwie Dings machen, weißt du? Das ist ein Untermensch, das ist was ganz anderes. Er und sein Clan. Und das sind die Folgen von der jahrelangen Homosexualität der Männer in der Familie, dass die das verschwiegen haben, weißt du, dass sie das nicht, sich damit nicht outen konnten, weißt du? Und der Knacks, dieser kaputte jetzt, dieses End, weißt du, dieses Ende, dieses Endbild, was wir von denen sehen, ist davon, dass die in die Freiheit kamen in Deutschland, dass die normal gesehen haben, dass Leute Homosexuelle auch sich outen und die konnten das nicht. Pro Homo, Weißt ganz du? genau. So, das ist Ganz dieses Endprodukt Arafat, so, weißt du? Das ist dieses, was der so sich dahinstellt und was der so ist und so. und so musst Und du das dir ist natürlich. es Bitte. es in die es in den Nämlich easy, Hey. sag einfach easy. Easy, easy. Genauso musst du dir die schlechten Computer vorstellen, die uns heute krank machen. Ja, ich guck mal, ich sehe es ja aus rein technischer Perspektive. Ich sehe ja Ja, nur, dass die musst du es, aber guck Leistung mal, immer Dr. und immer Kohler hat es besser dir wird. ganz einfach erklärt. Ja, Nein, er natürlich. hat von Dr. Korda, auch wenn er Doktor ist, hat eben die ganze Zeit nur von Muschis und Arafat geredet. Ja, aber guck mal, guck mal, die schöpferische Energie ist weiblich. Ja, der ist Also er. müssen wir von der Vulva Weib. setzen. Und natürlich ist natürlich auch die, natürlich ist auch das Computing. Nein, nein. Hör auf damit, ey. Ja, tamam, yok, bu şey demeyeceğim. Bak şimdi arayacağım. Gel auf mal ganz kurz Nilsson rein 62 bitte. Der hat was Wichtiges zu sagen. Nilsson, bau kein Scheiß. Und gib die richtigen Informationen, die du hast. Ja. Hadi. Genau, das ist sehr gut. Der Es stellt hat richtig. easy, das ist eine Fehlfunktion. Ne? Es gibt Fehlfunktionen. Es gibt funktionelles, ne? Also Outboard und Computing, welches in der Funktion eine Fehlfunktion ist. Das heißt nicht, dass es nicht funktionell ist oder funktional ist, aber es ist eine Fehlfunktion. Und es ist nicht das, was das ursprünglich ist. Es gibt da Unterschiede. Und das hat natürlich sofort, wenn es um Schöpferisches und Schaffendes geht, welches natürlich auch das Computing ist, sehr viel mit einer Vulva zu tun. Das ist das, das also Dr. Kohl hat das ist wirklich geniemäßig, hatte das erklärt. Der Professor Dirsen kann auch was dazu sagen, 62. Aber ich Was habe noch eine sagst du Frage der an den Erschöpfung Doktor. von Arbuchaka? Wie bitte? Ich habe noch eine Ja. Frage an den Doktor, bitte. Bitte. Super, danke, danke. Doktor, wenn die, ich sag mal, die Vagina eine Rolle spielt, Vulva, was Vulva, ist dann Vulva. mit dem Penis? Ja, das Ding ist es ja, guck mal, das Eine Ding ist, Sekunde, dieser Penis hat das, bitte warte, nicht. warte, Eine dieser Sekunde, Penis von diesem homosexuellen, ganz kurz, weil ich möchte bitte. nicht, dass ganz kurz, weil ich möchte nicht, dass das jetzt Hier sind irgendwie Kinder, hier sind Kinder. eine, das auch. Also wir reden hier von einer Vulva und wir reden von Löres. Der Löres ist tatsächlich geschaffen worden durch die Vulva. Die Vulva und nicht andersrum. Ja, aber der Löres sorgte dafür, dass es weiterhin Vulvas gibt und Löres Nein, 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 erfüllt. nein, 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 Dr. nein, nein. Der Ursprung ist die Vulva. Ja. Ne? Also, Aber die Vulva stirbt ohne Löres. wie bitte? Die Vulva wird aussterben ohne Löres. Nein, 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 eben nicht. Es braucht Doktor. nur, es braucht, es braucht, Dr. es braucht, Kohle. es braucht nur ein Samenkorn. Dayan, Dayan. Tamam. Es braucht nur ein Samenkorn und der Löres stirbt aus. So, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Hello, warte mal ganz kurz. Ich hatte dir zum Robby dazu geholt, weil ich hatte ihn, die hatten Aufträge für mich und so. Was habt ihr erreicht, dir zum Robby? Habt ihr irgendwelche Ergebnisse? Bruder Kurban, guck mal, dass du die Sache wieder hier aufmachst. Das regt mich wieder auf. Erstens, jetzt, die passen sowieso die ganze Zeit auf. Diese Bastarde, die passen auf alles auf, wie die Tee trinken. Entweder wissen die, dass wir hinter denen her sind, ja, aber die lassen nicht drankommen. Nicht, die geben nicht mal eine Frau mit der Hand, hallo, die machen so.
Die sind sehr vorsichtig. Diese Hurensöhne wissen, dass wir die beobachten. Ja, aber das Problem ist, Dilsen, wir sind Männer. Wenn wir kommen von vorne. Guck mal, wir machen nicht hinterrücks, hinterhältige Aktionen. So, die sollen ruhig wissen. Aber trotzdem, ihr müsst euch anstrengen. Ich brauche Informationen, Jellof, die wollen Beweise haben. Guck mal, Bruder, hier hat alles zu SRK, LRK, egal. Wenn das um das ging, ja, dass wir die runterholen, ja, irgendwo nachts, 12 Uhr, 11 Uhr, wenn sie nach Hause gehen oder spazieren gehen mit der Hunde, ist alles gar kleine Problem. Das ist das kleinste Problem, die runterzuholen, ja. Das Problem ist, das weiß ich. Das Problem ist, wir brauchen doch die Sachen, was du gesagt hast, ja. Beweise brauchen wir. Das ist wichtiger, wie jeder kann jeden schlagen. Weißt du, was ich meine, Chelov, heute schlägt, bricht mir jemand meine Nase, morgen vergessen die Leute das. Aber das andere aufzudecken, das ist gut für die Menschheit. Weißt du, was ich meine? Ja. Für den Schutz des Kindes. Weißt du, was ich meine? Bis jetzt haben wir nichts erreicht, Bruder. Die sind sehr struck, die sind sehr, 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 die sind halt, Bruder, guck mal, du musst das so sehen, Chelov. Zum Beispiel, du machst ein Geschäft mit Druck und du machst ein Geschäft ohne Druck. Was ist besser? Ohne Druck. Die haben Geld. Die sind ganz locker. Ja, weißt du, was ich meine? Die lassen gar nichts anmerken, diese Bastarde. Aber inshallah, der Erfolg und das erste Video kriegt der J-Love. Hey, inshallah. Gestern hat Arafat mit Kurt Ivo gesprochen, ne? Und das... Da hat er natürlich hat an Ende macht direkt Kurt diesen Yasser hat mit Kurt Ivo gesprochen Yasser hat gesagt, hey, du bist der Präsident von irgendwas, und da hat Kurt Ivo ganz toll gesagt, weißt du, Yasser, ich kann dir eine Ohrfeige geben oder ich kann dir was reinballern. An was erinnerst du dich wirklich? Ja. An die Ohrfeige oder wenn ich dir was reinballer? Und das fand ich sehr, sehr gut. Ja, aber der Wasser, der entscheidet sich für dein Reinballern. Ja, der war gut, Bruder. Der war nicht von mir, der war von Kurt Ivo, weißt du? Ja, und der Yasser 100 pro Yasser, der wird Dings setzen, dass der er einen reinballert bekommt. Der hat geschoben, weißt du? Ne, dass du jetzt das so zweideutig gemacht hast, ja, will er jetzt reinballern oder will er andersrum? Das ist geil. Yasser will ballern. Yasser will geballert werden. Sag, guck mal, er hat einen Anzug an. Davon distanziere ich mich. Er hat gewonnen, weil er hat einen perfekten Anzug an und er hat gesprochen, hat ihm gesagt, unmissverständlich, nicht mit mir, ich kann dir eine Ohrfeige geben oder ich kann dir was reinballern. Guck mal, Kurde, hör mir mal zu, Kurt, lieber. Du bist ein Kurde. Ich mach dir keine Ansage. Aber wenn die Leute dir sagen, du bist der Clan-Boss von Europa, nein, wir sind Kurde, mach dich doch nicht klein. Wenn die doch mit dir spielen, wenn die mit dir so reden, du weißt doch, dass die so Sachen, um dich klein zu machen. Allem, heb deine Stimme und sag, hey, ihr Bastarde, mach das mit deinem Vater oder mit deiner Mutter. Was sollte, warum lass du dich so klein stellen? Du Schwuchtel. Und du bist ein Kurde, nenn dich nicht mehr. Also, guck mal, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist schon richtig. Also, J-Love, guck mal, wenn ich jetzt zu dir sag, oh, J-Love, J-Love ist der größte Mafia. Das ist doch, weil ich dich den kleinstellen will. Weil das sowas stimmt nicht. Die verarschen den doch. Und der lacht und der macht. Und ja, aber Kurt Ivo, Bruder, mit Liebe sowas. Aber Kurt Ivo ist nicht dumm, weißt du? Kurt Ivo kommt von vorne. Aha. Und der hat den Überblick, weißt du? Deswegen habe ich ihm auch gesagt, guck mal, Yasser ist ihm blöd gekommen. Dann hat er Yasser ganz klar zu verstehen gegeben, zweideutig. Weißt du, du kannst mich nicht verarschen. Okay. Du wirst dich an mich erinnern, wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, aber du wirst mich nie vergessen, wenn ich dir einen reinballer. Ja, das sind seine Zitate. Und dann hat Yasser er hat Yasser seine Mutter gefickt damit. Ja, also ich distanziere mich davon, aber dann hat, also das hat schon Eindruck ergeben. Und dann im Nachhinein hat er auch mit Arafat gesprochen. Arafat hat gesagt, hey, Kurt Ivo, du musst unbedingt deine Hochzeit auf TikTok haben, so weißt du. Und das war dann schon wieder angesaugt, so weißt du. Ja. Also da hat er den kleinen Bruder unterworfen, indem er gesagt hat, hey, ich ohrfeige dich nicht, ich baller dir einfach was rein. Dann wirst du immer für mich an mich denken. Und da hat dein großer Bruder Angst gehabt und hat dann angesaugt. Weißt du? Natürlich, natürlich. Das ist eine sehr strategische. Das ist Arafat. Das ist Arafat. Ja. Aber wir müssen warten jetzt. Der lässt sich zu mir verarschen, weißt du? Habe ich da recht? Weil ein Mann,
er ist schon älter, also von der, er lässt sich verarschen viel. Viele, weißt du, was ich meine? Der Doktor, der ist noch jung, Mann. Wo ist der jung, Bruder? Der ist 40 Jahre alt, wo ist jung? Nein, Mann. Nein, der ist noch nicht so alt. Der ist jünger als ich, Mann. Der ist 36. Nein, der ist jünger, der ist jünger. Der ist 27 oder 29, sowas, gell? Ja. Wenn der 29 ist, gell? Ich schwöre, beweis mir das. Nein, der ist 32, der ist so 32, 34 so im Dreh. Welcher Kurde ist 38 und hat noch nicht geheiratet, Mann? Der ist jung. Der hat doch gerade drei Kinder. Der hat keine drei Kinder, hast du drei Kinder? Tschüss, Ivo. Also ich kann nur eine einzige Sache über die Abu Chakas sagen und das sag ist, mein Bruder. Das sollte einfach, ihr solltet wenn nicht du so warte, viel, warte, solltet, Bruder, ganz kurz, bevor du was sagst, ich sag dir was nicht falsch. Wenn du den Schutz nimmst, kriegst du eine Beleidigung. Weiter. Nein, ist mir ja sowieso egal. Aber egal, ich wollte nur sagen. Ja, warte, lass mich doch mal wenigstens aussprechen. Ja, bitte. Ihr solltet nicht so viel über die reden, weil die sind mit den Bullen und das seit Tag 1. Ja, ich meine es ernst, ihr werdet die ganze Zeit, wenn ihr über die redet und allen drum und dran, ihr seid immer irgendwo auch drinne. Ey, das ist sehr gut, dass du das angesprochen hast. Das ist sehr gut, dass du das angesprochen hast. Weißt du, sehr gut, dass du es angesprochen hast. Weil genau das, Jelloch macht das. Jelloch, du bist dran. Eine Sekunde. Lass uns kurz darüber sprechen, weil du hast auch vorhin, ne, du hast Fragen gestellt, so über die Hip-Hop-Szene. Weißt du, die Hip-Hop-Szene, also, es gibt keine Hip-Hop-Szene. Deutschrap ist, hat nichts mit einer Szene zu tun. Und wir hatten dann neulich auch den guten, Faisal Benzer da. Mit dem könntest du dich unterhalten. Also, schlussendlich. Diese ganzen Deutschrapper sind nichts anderes als die Schergen von einer Schattenpolizei. Das musst du dir so vorstellen, die sagen, ja, die blöden Bullen, aber das ist nur ein Spiel, weil die Bullen sind. Die wollen, also die erzählen den Leuten, also das ist ein riesengroßes Theaterspiel, also du hast vollkommen recht, aber das ist aber das, also, weißt du, das wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber es gibt ja auch noch die echte Polizei, weißt du, da kommen wir wieder zum Punkt. Die Polizei ist auch nur ein Konstrukt, welches schon im alten Ägypten da war, weißt du? Deswegen sind die jetzt blau. Weißt du? In Ägypten war die Polizei, ne, die waren alle, die hatten so blaue Helme an. Die waren blau und schwarz. Weißt du? Und das sind die richtigen Leute so. Aber die anderen sind käuflich. Und du hast vollkommen recht. Und das ist halt, das musst du dir halt vorstellen, wie, das kommt immer wieder, weißt du? Das war auch im Dritten Reich so. Du hattest im Dritten Reich, hattest du Schlägertrupps, so wie heutzutage irgendwelche Rocker, die dann in der Nacht, jetzt in dem, zum Beispiel in der Nacht der langen Messer, dann, eine ganze Wählerschaft weggeschlachtet hat, ne? Und durch Berlin dann halt durch München halt der Innenstadt halt das Blut über die, ne? Also Leute durchs Blut gelaufen sind, die haben da die ganze SA weggeschlachtet, ne? Also musst du dir das genau so vorstellen. Also sehr schön, dass du es gesagt hast, aber das ist natürlich, das hat nichts mit der Polizei zu tun, sondern das ist schon tiefer. Und dann geht, um den Kreis zu schließen, hast du ja vorhin auch gesagt, ja, das Militär, also das Darknet und das Deep Web und Darknet ist für den Geheimdienst erschaffen worden. Dort geben die, dort tauscht man sich aus. Und diese Typen haben das irgendwann, weil sie Scheiße gebaut haben, öffentlich gemacht und jetzt sind dort Kinder. Also vielen, vielen Dank, Isi, dass du das gesagt hast, weil du hast es auf den Punkt gebracht. Aber die arbeiten nicht mit der Polizei, sondern die arbeiten mit Schergen von irgendwelchen, ja, sagt dir Kabal was? Kabal? Nee. Kennst du die Blacklist auf Netflix? Auch nicht, nee. Schau dir den mal an hier mit Raymond Reddington. Dann geht dir ein Licht auf. Aber J-Love, ich bin auch eigentlich hier hochgekommen. Du bist mir aufgefallen, weil du und ich glaube der andere hieß Chanel. Kann das sein? Also es gibt jemanden, ich weiß nicht, ob er selber Rapper ist oder war, aber ihr habt öfter mal darüber gesprochen, wie, sag ich mal, rassistisch die Kanaken gegenüber Schwarzen sind. Und kriegt ihr dadurch, wie soll ich das sagen?
Ich meine, ich kann das ja zugeben, das ist wirklich so in diesen Kreisen, dass da richtig rassistische Sprüche fallen und dass die auch nicht wirklich, ne, akzeptiert sind zu 100%. Und du sprichst das ja offen aus so. Darum geht es. Darum geht es. Das ist Deutschrap. Das ist Deutschrap. Ich verstehe dich gerade nicht, sorry. Und wenn Deutschrap so ist und in allen Deutschrap-Videos, wenn die Polizei dort mitwirkt, dann müssen das echte Polizisten sein. Und du musst dir halt vorstellen, wie oft sieht man die Polizei? Das heißt, die sind die Polizei. Ne, das sind also du musst da wirklich, also mach dich wirklich schlau über Computer, auch historisch. Und dann kommst du, Computer, Vulva und Polizei. Ja, hast du meine Frage eben gehört? Nee, ich hatte einen Anruf vom Geheimdienst. Der ist so geheim, den kennst du nicht. Nein, aber ich meine ernst, guck mal, Araber und Türken. Ich auch, hallo? Ja, guck mal, das ist ja ein ernstes Thema. Araber und Türken haben ja generell ein Problem oder haben generell so einen kleinen Hass oder wie man es halt auch nennen mag, gegen Schwarze, ne? Das ist ja nicht nur ein Deutschrap-Problem, das ist ja auch auf der Straße so. Das kann man, also das hast du historisch nicht so gut ausgedrückt. Also Araber sind erstmal Schwarze. Nein, ich meine die europäischen Kanaken so. Also ich rede nicht von denen. Das ist auch, da hast du dich auch sehr, sehr schlecht. Ich mag dieses Wort nicht, weil kann, also dieses K-Wort, das ist der Stamm der ja, von mir aus Deutsche mit Migrationshintergrund aus dem arabisch-türkischen Kulturkreis. Nee, also das ist, also historisch, da sind wir wieder bei, also wirklich, es geht, lass uns bei Computern bleiben. Das alte System des Computing ist das System, das auf Deutschrap-Sprache, das ist das Unfickbare. Alles andere ist nur ein zusammengesetztes, ja, Gefürze. Aber das Original ist das Original. Das ist genauso, der Ursprung ist immer das Original. Und alles, was verwässert ist, ist immer noch, hat einen Strang der Genetik und kann sich auch auf die Genetik, die Urgenetik besinnen, aber auch nur, wenn es das tut. Weißt du? Macht das irgendeinen Sinn? Ich hab's nicht verstanden. Na, schade. Ich hab's voll verstanden. Ja, du weißt irgendwie der Frage aus. Du hast ja selber darüber geredet. Ich verstehe das nicht. Nein, ich hab's dir versucht zu erklären. Guck mal, du redest von dem K-Wort, Kanaken. Das, also. Ja, nenn's wie du es willst, aber du weißt doch, wen ich meine. Hör mir kurz zu. Kanaken gibt es nicht. Kanaken sind aus USA, der Stamm der Canucks. Das sind keine Türken. Das sind auch keine Araber. Und das sind auch keine orientalischen Menschen, sondern das sind Dunkelhäutige. Und der Araber ist auch dunkelhäutig, wie alle indigenen Völker der Welt. Jemals. Am Euphrat oder am Nil, in der Urzeit, am Beginn, gab es keine Farben. Es gab nur eine Spannung. Eine Spannung. Wir stehen unter Spannung. Ne? So, da wurde nicht. Und dann gab es halt irgendwann Leute, die dem dann einen Namen gegeben haben, und es wurde verwaschen. Die Genetik ist aber wichtig. Ne? Der Strang. Der alte Strang, der in uns allen wohnt. Aber das wollen halt liebe Leute nicht wahrhaben. Dann erfinden die irgendeine Scheiße dazu, die keine Sau braucht, und versuchen das irgendwie zu erklären, aber es ist ganz simpel. Und das ist das Problem, weißt du? Hast du es verstanden? Ich will nicht davon reden, du kannst mir nicht von Arabern kommen, wenn Arab schwarz bedeutet. Du kannst mir nicht von Kanake bekommen. Dann habe ich es falsch bezeichnet. Dann habe ich das falsche Wort genommen. Das ist wichtig, eine Sekunde, genau. Und das ist das Wichtige bei Computing. Du musst die richtigen Codes benutzen, damit der Computer sagt, super, hast du super gemacht. Ja, du bist ja kein Computer. So. Ja, was? Du bist ja kein Computer. Ich dachte, du verstehst mich mit dem, was ich sage halt, ne? Ja, aber Linguistik hat sehr viel mit Computing zu tun, weißt du? Und auch etymologisch ist es wichtig, dass man weiß, was man sagt, damit dann auch das, was man sagt, effektiv in die Schwingung und in die Spannung aufgeht und sich umsetzt. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man zuhört und auch es zulässt, wachsen zu dürfen, weißt du? Also deswegen, das zu klein zu sehen und auch zu
Es ist ja nicht so, also, ne, ich rede gern, ungern über Buchclubs oder sowas, aber du musst dir so vorstellen, es war ja nicht so, dass am dritten Tag Gott gesagt hat, ha, heute werde ich Aserbaidschan oder Deutschland erschaffen. Das war ja faktisch nicht so. Gott hat ja keine Länder erschaffen. Ne? Der Mensch hat Gott erschaffen und den Teufel. Das heißt aber nicht, dass es den Teufel und den, also der hat den erschaffen. Das ist genau dasselbe mit dem Computerprogramm. Die neuen Computer haben irgendwelche Leute erschaffen, die das Original für sich behalten wollen, weil es ganz einfach funktioniert und verkaufen dann irgendein Zeug, welches aber krank macht. Macht das Sinn? Ich verstehe dich irgendwo, dass wir alle... Ja, genau, das ist das irgendwo verstehen. Das ist das Gute. Dankeschön. Ja, aber kannst du jetzt trotzdem ein bisschen drauf eingehen? Bin ich ja. Nein, jetzt mal konkret auf das Thema eingehen, auf das aktuelle Thema, dass Menschen, die hier in Deutschland leben mit Migrationshintergrund aus dem arabisch-türkischen Raum, der schwarzen Bevölkerung in diesem Land hier nicht zu mehrheitlich nicht, sage ich mal, gut gesinnt sind. So, also ich sag's mal so, wie es ist. Ja, natürlich. Aber du musst darüber Gedanken machen, dass keinen Schwarzen interessiert. Ich habe ja gesagt, weil du und Chanel darüber geredet habt. Ja, weißt du, du machst das zu groß. Es interessiert keinen Schwarzen. Ne? Und du kannst auch nicht alle Schwarzen über einen Kamm scheren. Und es geht auch gar nicht um Schwarz. Es geht um Wissen. Und wenn du von Wissen sprichst, dann musst du dich damit befassen. Und viele Leute sind unwissend. Ne? Deswegen gibt es ja eine zwei Klassen oder dann auch noch Leute, die man nicht als Menschen sieht und so Sachen. Aber übertötete, genetisch übertötete Menschen, also Menschen, denen die Übertötung in die Genetik übergegangen ist, denen ist das scheißegal. Verstehst du? Die sind da und leiden mit da, wo der Tod ist, da, wo Kinder sterben. Weißt du? Ja. Und das ist halt auch so die Sache, ne? Das ist halt auch mit Buchclubs, ne? Du hast halt Buchclubs, du hast europäisch, du hast Buchclubs, die aus Afrika gestohlen wurden. Ob die, ne? Also, Afrika ist ein ganz gutes Bild. Afrika besteht aus der Hälfte Christentum und der Hälfte Islam. Diese Bücherclubs, beide Islam und Christentum, sind aber nochmal aufgespalten in verschiedene, also Christentum in verschiedene Glaubensrichtungen sozusagen. Ne? Also du hast zum Beispiel, du hast nicht wie im Islam Sunni und Shiai, die miteinander ein historisches Problem haben, auch ein Verständigungsproblem aufgrund von Dialektik und lang, also da wurden ganz viele Sachen durcheinander gebracht. Dementsprechend sind Leute einfach auf beiden Seiten maximal ignorant und vergessen, dass es einen Ursprung gibt, der unfickbar ist. Weißt du? Das habe ich verstanden diesmal. Streitet man sich. Keiner interessiert es. Und nicht mal die Menschen, die übertötet wurden und die das in der Genetik leben und erleben, interessiert das, ob sich Leute über eine Sache, wegen einer Sache streiten, wenn es ganz viele Streitherde gibt, überall, und immer die Leidtragenden Frauen und Kinder sind. Weißt du? Und Männer, die sind, die Frauen und Kinder so behandeln. Egal, wie die aussehen. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, Jelov, aber du hast was falsch gesagt. Ich erkläre das. Okay. Das ist das mit den Sunnis und den Schiiten. So. Die Schiiten und Sunnis waren alle eins. So, die wurden vertrieben, hör mal zu, die wurden vertrieben. Und die meisten, die sich Schia nennen, die meisten, die Männer von denen, wurden natürlich abgeschlachtet, muss man so sagen. Also die meisten sind Dings gemacht worden und denen wurden die Koran und so, die hatten nicht diese ganzen Korans bei sich oder die ganzen Kitabs, die damals Dings waren, die sind dann halt zu den Juden rüber. Die Juden, also nichts gegen Juden, aber die waren schlau, die haben denen einen falschen Weg gezeigt.
Weißt du, was ich meine so? So von wegen, das ist das, das diese Bücher sind da und diese Bücher sind eure Bücher und solche Sachen. Weißt du, was ich meine? So, die haben sich, also die haben das, diese Lehren, weißt du, was ich meine? Von denen, so, die haben den falschen Lehren von falschen Imams und so gezeigt. Und das sagt man hier bei uns. Also das ist der, ein großes Thema, ne? Aber, ne, also ich wollte jetzt gar nicht so tief reingehen, weil schlussendlich Easy ja gesagt hat, ne, dass im Nahen Osten es sehr viele Leute gibt, die Schwarze als weniger sehen. Ne? Aber das ist ja, keiner von den Schwarzen heult darüber. Also die Wissenden, keine heulen darüber. Das ist so wie eine Ausrede, an der so und so niemand was bereit ist zu ändern, weil die wenigsten Bescheid wissen, was es ist. So. Schlussendlich passiert das, was gerade passiert im Nahen Osten, aufgrund von Nachrichten, die über den Computer, die über den Äther geschickt werden, und auf einmal ist die Hölle los. Aber diese Hölle ist schon seit Menschengedenken los. Ne? Also da braucht man sich gar keine Gedanken drüber machen, und diese Hölle ist ja nicht nur da los. Ne? Und beide Seiten in der Extreme hassen Schwarze. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber sobald wir nämlich über das Thema reden, Hass gegen Schwarze, das bringt gar nichts mehr, weil wir dann ablenken, weil dann Leute sauer werden und sich denken, scheiß auf die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass es gar keine Farben gibt, sondern nur Menschen. Richtig? Richtig. Ja. So, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch so, dass es aber indigene Völker gibt, denen gewisse Länder keine Berechtigung geben wollen, aufgrund ihrer indigenen Herangehensweise des Lebens und ihres Lebensstils und ihrer Kultur und ihrer Entfaltung und Auslebung ihrer Dinge und Bräuche und sowas. Ne? Dann gibt es zwar Männer, die aus irgendwelchen Bücherclubs kommen, die dann sagen, so und so hast du zu leben und das haben wir aufgeschrieben. Aber es gibt natürlich indigene Völker, die nur über Mund-zu-Ohr-Informationen weitergegeben haben. Oder durch Kunstwerke. Die haben vielleicht keine, also nicht wirklich Dinge aufschreiben müssen. Ne? Das gehört zu einer Urproblematik, die ganz einfach durch Computing. Ja, was soll ich sagen? Also du hast ja, okay, warte. Die meinen, sie wüssten das, und du hast Leute, die es in der Genetik besser wissen, weil sie inne wohnen und von innen schöpfen und ihnen Innenkraft gibt und sie nicht nach außen suchen müssen. Macht das Sinn? Ja, klar. Ja. Schön, ja. 62er hat neue Infos. Der muss hoch, glaube ich. Er hat was Neues. Der hat gerade von Berlin da an Dings da bekommen. Der hat neue Info von Dings bekommen. Okay, red nicht weiter. Ich will jetzt schon. Hallo. Ja. Abu Chaka, Schwan, Abu Chaka, Thema Dell. Okay, redet, ich wollte nur, weil was Jelov redet, ist interessant, deswegen, ich wollte live dabei sein. Weiter, Bruder, hör zu. Ach so. Ja. Okay, Jelov. Easy. Schlussendlich haben wir über, guck mal, wir kamen von Computing zu Deutschrap oder zu, und was nicht allem, und dann kamen wir zu Personenkult. Personenkult ist der falsche Weg. Richtig oder falsch? Ja, absolut. Absolut. Welche Person könnte besser dein Leben leben für dich als du? Richtig. Frage. Richtig. Und wenn wir alle Menschen sind, brauchen wir doch keinen Personenkult, richtig? Richtig. Wenn das ein Gesetz ist, welches du weißt und ich weiß, aufgrund von Menschlichkeit, haben wir doch weniger Probleme, oder richtig? Oder sehe ich das falsch? Richtig. Richtig, mein Bruder. Wenn wir Frieden haben, wenn wir Menschlichkeit haben, richtig? Richtig. Nein. Wenn du deine Augenlicht verlierst, dann sind wir alle gleich.
Erstmal, Gott hat einen Fehler gemacht. Er hat uns Augenlicht gegeben. Gott hat einen Fehler gemacht, hat uns Augenlicht gegeben. Hätte uns kein Augenlicht gegeben, dann hätten wir auch nicht schwarz, weiß, gelb oder irgendwas. Dann wären wir alle gleich. Das Ding ist, diese Augen von uns machen das. Und, ja, aber wir haben ja keine Augen, faktisch. Das ist eine gute, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Und ich möchte nur ergänzen, unsere Augen sind ja unser Gehirn. Das sind ja gar keine Augen. Gott hat uns, wann hat denn Gott in den Bücherclubs das Gehirn erschaffen? Das steht da nicht drinnen. Oder sind die Bücher, die rausgelassen wurden? Stell doch, ich bin die Mutter von allen Rassisten. Unsere Augen sind keine Augen, unsere Augen sind faktisch Gehirn. Okay. Ich höre dir zu, Bruder, ja. Ja, aber selber, wenn wir keine Augen hätten, dann würden wir nicht sehen, die Farben. Das Problem ist ja, die Farbe. Ja, klar. Und das, was Dr. Kohle gesagt hat, er kann, das ist ja seine Meinung und seine Anschauung. Muss man nicht drüber streiten. Das Schöne ist, dass niemand gesagt hat, niemand widersprochen hat und gesagt hat, nein, das ist falsch. Weil das ist ja seine Anschauung. Aber das Ding mit Personenkult muss ich dir absolut recht geben, da hast du recht. Das ist vor allem in der jetzigen Zeit komplett ausgeartet. Mach Atium, ich gebe auch dir recht. Das ist das ausschlaggebende Problem. Mit Thema, ja, man auch mir. Das ausschlaggebende Problem ist, dass es hier auf dem Internet Leute gibt, die sich hinstellen, jetzt, ne, wie der es ihm gesagt hat, ne, die haben Geld. Aber deren Geld ist tatsächlich, ne, die haben kein Geld, sondern die was sie haben, es sind Kinderköpfe, in die sie reinscheißen. Jeden Tag aufs Neue. Und sie spezialisieren sich auf Kinderköpfe, die noch am Wachsen sind, die sie mit irgendwelchen Luxusgütern, die keine sind, und ohne Geschmack abgreifen und das dann Fame nennen. Etwas, was sie selber gelernt haben. Aber von Leuten, die schon Scheiße erzählt haben. Das heißt, es geht nicht zwingend um besser und schlechter, sondern es geht um die Wahrheit und Lügen. Es geht um Arbeitsplätze schaffen. Stimmt, es gibt Arbeitsplätze schaffen und die Möglichkeit, dass jeder frei, dass jeder seiner Arbeit nachgehen kann, seiner Berufung nachgehen kann und nicht, dass Arbeitsplätze abgebaut werden aufgrund von Maschinen, die Handwerk nicht besser können als Handwerker. Aber es kommt ja nicht mehr auf Quali zu den Kreis schließen. Ja, krass, was die Kompetenz können. Aber schlussendlich, eine Sekunde, dann bin ich fertig. Schlussendlich. Nein, okay, wir hören dir gerne zu, stimmt, Bruder. Schlussendlich, das, was du easy gesagt hast, und ich sage nicht zwingend etwas dagegen, sondern ergänzend dazu sagen, dass wie du gesagt hast, die Computer so krass sind, ne, und man irgendwie staunen sollte und diese ganzen Sachen, dann ist ja irgendwann der Mensch und Menschlichkeit. Eine Sekunde. Jetzt machen wir ein bisschen Pause, jetzt haben wir Pause, Werbung, jetzt ist Werbungszeit, jetzt sprechen wir. Any Immac, Arafat, Abu Sharmuta, Any Immac, Abu Chakat, Any Immac, Any Immac, Abu Chakat. Wie sind wir denn? Hör mal kurz zu. Şey diyoruz ya, bak, Ceylof anlatıyor, doğru bu arada erzählt, ben hiç anlamıyorum ha. Bruder, was der erzählt? Okay. Bruder, jetzt gerade Werbung. Warte, jetzt ist Werbung. Wir haben noch Werbung. Jello, du bist zu früh gekommen. Wir haben noch Werbung. Genau zu diesem Zeitpunkt klingeln zwei kleine Söhne.
Ja, das muss einfach Arafat sein, der möchte, der ganz hat genau. Ich gesehen gerade. Soll ich kommen? Wenn ich jetzt rausgehe und die suche, soll ich kommen? Dann kommst du. Gib mir, Dr. Kurdemann. Ja, das ist der Bishi übrigens. Wenn ich jetzt rausgehe ins Dunkle, die suche und deren Wirsing pelle, bin ich dran schuld. Aber das ist Arafat. Schick mir mal privat deine Adresse, ich fahr jetzt los mit zwei Leuten. Das ist scheißegal. Nein, J-Love, du bist zu früh gekommen. Guck mal, wir hatten Werbung. Du fünf mit drei Minuten musst du uns Werbung und lassen. Ich, dann musst guck mal, du, und ich, guck mal, und Arafat, Herr Bishi und alle, wie ihr heißt, ihr arbeitet alle zusammen, ne? So. Ich dachte, halt, ihr gehört und zu uns. Andere Leute arbeiten noch dazu, damit. Okay? Ihr, Herr Bishi gehört zu uns. Habt ein ganz anderes Problem demnächst. Der Hase läuft nicht. Ruhig, Bruder. Ey. Wir machen das schon. Herr Bishi ist nicht da. Ey, macht ihn größer, als er ist am Ende. Am Ende macht ihn viel größer, als er ist. Nein, guck mal, Easy, du hast doch gesagt, du hast doch gerade gesagt, er arbeitet mit der Polizei. Ja, nicht nur er. Ganz viele. Das stimmt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Weil ganz viele Achu Sharmuta, Ibn Sharmuta, von denen mit der Polizei arbeiten. Aber ganz besonders der Abu Shaka, weißt du, klar? Außer dieser Freund von mir, der in der Familie von denen ist. Den nehme ich raus, den, seine Schwester, seine Dings, da nehme ich raus, alle, aber die anderen alle. Hey, pass auf, wenn hier vor der Tür steht, ich hau ihn. Ey, pass auf! Abu Sharmuta, Abu Sharmuta, Arafat, Abu Shaka, Arafat, Abu Sharmuta, Abu Sharmuta, Arafat, Abu Shaka. Ja Rabbi, Abu Shaka. Bitte. Der macht da gerade Schlägerei. Der macht keine Schlägerei. Wir haben jetzt Werbung. Jetzt musst du Werbung machen. Guck mal, Werbung. Alle auf die Abu Chakas. Das kostet Geld, Mann. Das kostet Geld. Was sucht Arafat im Puff? Seine Mutter und seine Schwester. Davon distanziere ich. Wallahi, der Vater ist schwul gewesen. Wallah, Bila Arafat, guck mal, du Ehrenmann. Dein Vater war schwul, homosexuell, nichts gegen Homosexuelle. Und er konnte sich nicht outen. Und das tut uns so sehr, sehr leid für diesen Mann. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ihr nach eurer Mutter kommt, nicht nach eurem Vater. Weißt du, was ich meine? Sonst würdet ihr euch auch eure Homosexualität machen, keinen Stress machen. Euer Papa hat nie Stress gemacht. Euer Papa war in Deutschland. Der war wegen seiner Homosexualität gekommen. Er dachte sich, er kann das dort ausleben. Aber eure Mutter hat ihn einfach weiter bedroht und eure Mutter hatte den in der Hand. Deswegen möge Allah sie bestrafen. Der J-Love oder hier diesen Sufjan auch, weil der ist auch Ärzt. Dann hat er sich später bei Sufjan gemeldet und hat sich bei dem entschuldigt. Das konnte ich noch gerade links machen. Ich habe gesagt, guck mal zu, ich wende keine Gewalt, ich benutze nichts bis jetzt, aber wenn es soweit ist, dann nehme ich euch aber alle richtig. Und er hat sich dann direkt ein paar Minuten später bei Sufjan nochmal angerufen, entschuldigt und meinte, es tut leid und dass er links gegangen ist. Aber jetzt, yeah, so real life, das ist dieses Gespräch. Und wenn einer J-Love zu nahe kommt, ich schwöre bei Gott, meine 600-700 Cousins in Deutschland, ich werde die alle auf eure Mutter, weißt du, was ich meine? Ich jag die alle eure mit. Nicht euch. Ist mir scheißegal. Ich stürme in die Wohnungen, weißt du, lass die Wohnungen stürmen. Ich nehme eure Mütter mit, der J-Love zu nahe kommt. Und die Mütter verkaufe ich dann halt, genau wie ihr kleine Kinder verkauft, verkaufe ich die Mutter halt dann nach Afrika, weißt du, Kongo, weißt du, da sind zu wenige weiße Frauen. Da ja, ein paar weiße viel, Frauen hin. Aber guck mal, also es ist halt einfach so, dass, also ja, es ist immer wieder dasselbe. Aber ey, macht euch keine Gedanken. So, ich habe mich ja unter Kontrolle, aber es ist genau halt. Ja, hier schreibt einer, J-Love, hier schreibt einer, warum die Mütter? Weil die meisten Väter von denen, die habe ich ja gesagt, sind homosexuell und die Frauen sind noch jung, die gehen ab und zu raus, die kommen schon an Männer draußen, weißt du? Die ganzen Nachbarn und so machen schon die Frauen von denen befriedigen. Aber die Mütter halt, die armen Mütter, die müssen dann halt, müssen wir nach Kongo schicken, weißt du? Das ist ein Gefallen, was wir denen tun. Es geht auch um den Punkt der Eskalation. Man muss ja also auf der einen Seite angreifen, Anna, wenn du sagst, angreifen, die Dinge sagen, die man nicht hören möchte und anderen Leuten sagen, aber dann nicht annehmen wollen, wenn es sich umdreht halt, weißt du? Das ist halt die Sache so.
Das ist das Übermutter und Übervater. Also man geht in die Übermutter und den Übervater rein. Das hat nichts mehr damit zu tun. Es geht einfach nur um die Eskalation. Es geht nur darum, dass du dann was machen musst. Aber darf ich euch mal fragen, warum ihr Arafat dermaßen ernst nehmt überhaupt? Also warum spielt er so eine große Rolle in eurem Leben? Es geht doch nicht um Arafat. Du hast ihn falsch verstanden, Bruder. Erzähl es dir, Leute. Es geht um Nasser. Mach den mal nicht größer, als er ist. Ja, was? Guck mal, war das eben gerade Arafat vor meiner Tür oder waren das kleine zwei kleine... Das kann auch egal mehr gewesen sein. Guck mal, das kann auch egal mehr gewesen sein. Warte, eine Minute. Warte, Sasa, ich hol den Kaki. Hol mal den Sasa rein. Wallahi, Sasa, der Bruder ist da, der ist richtig heiß. Weißt du, wie Schafe sind? Wenn sie erschreckt sind, die frieren erstmal rein. Die wussten gar nicht. Die wussten gar nicht, von welcher Seite es jetzt kommt. Das waren kleine Kinder, jo. Das ist ein Löwe, jo. Wenn ja, ich aber, jetzt da rausgehe, aber glaubst du, die waren von Arafat? Ja. Aber die Sache ist, und das ist das Netzwerk von so Arafats. Das ist das Netzwerk, und das ist das immer wieder, was ich sage, so. Es sind auch Trittbrettfahrer. Und jeder Trittbrettfahrer, der trifft dich, Arafat. In Bezug auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Auf jeden Fall. Du könntest das im Keim ersticken. Ich könnte dich jetzt ein HS nennen, mache ich aber nicht. Das hast du vor ein paar Wochen schon gemacht. Ich mach das. Arafat Akusharmuta. Anneskijan. Aber für Arafat ist das gerade richtig geil, dass ihr alle über ihn redet. Natürlich, guck mal, easy. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass, also so wie du gerade redest, ist halt einfach so, okay, dann bist du, also schlussendlich, okay, dann bist du ein Agent. Weißt du? Ja. Sasa, okay. Mach doch Anfrage, Sasa. Sasa ist hier. Was ist denn daran richtig geil? Wir haben ein gutes Gespräch über. Weil sein Name fällt. Alles überall, ja, jedes Video, über wo sein Name fällt. Ja, wir haben ein Gespräch über Computing, wir haben ein Gespräch über Geschichte. Und was passiert? Nochmal, die Sache ist folgendes. Ich lasse mir nicht drohen, ich lasse mir nicht von irgendwelchen kleinen Saubengeln, die hier vor meiner Tür stehen und Schelleklopfen machen, drohen und die dann einfrieren. Wenn es losgehen könnte. Und das Ding ist halt tatsächlich, dass wir hier in Deutschland nicht auf sowas vorbereitet sind. Ne? Die Zivilbevölkerung, es gibt natürlich Leute, die vorbereitet sind, aber man macht sich strafbar, wenn ich jetzt rausgehe, weil ich habe die ja gesehen. Ich weiß ja, wer die sind. So, ich habe die gesehen. So, wenn ich ihnen dann die Informationen aus ihnen rausprügeln würde, was ich nicht tue, dann mache ich mich strafbar. Aber die haben sich auch strafbar gemacht, indem sie Funksprüche angenommen haben von irgendwelchen Leuten, die sie steuern. Und das ist die Sache. Und das ist das, was Arafat tut. Das ist aber nicht nur, was Arafat tut, sondern das ist das, was alle diese Rücken tun, die im Deutschrap... Ich bin Musiker, ich bin kein Gangster. Wenn ich Gangster wäre, hätte ich eine Waffe hier, ich hätte die beide umgebracht jetzt gerade. Ich habe die doch gesehen. Wenn ich schießen könnte, hätte ich beide erschießen können. Einfach Kopfschuss, pup, weg. Das war's dann. Jello, wenn das Männer sind, die machen das bei mir. Die sollen zu mir kommen. Aber ich bin nicht so einer. Ich habe keine Waffen. Aber dass man Kinder schickt, und das ist immer wieder die Sache. Man heult über und es ist jedes Kind, welches Negativität oder den Tod oder das, jede Frau, jedes Kind, jeder Mensch hat das nicht verdient. Aber die Politik über Kinderköpfe zu machen, das waren kleine Kinder eben gerade, das waren Jugendliche, das waren 15, 16-Jährige. Okay? Ja, aber was wollten die von dir? Weil Männer wären reingekommen, verstehst du? Männer wären reingekommen und Männer hätten gesehen, was der Mann hier drinnen macht. Ohne Waffen. J-Lo, mach dir doch keine Gedanken wegen dieser Bastard. Du bist ein Mann, diese Hurensöhne. Ja, aber da, es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Und das, was Easy gesagt hat. Du hast mich gefragt wegen Diss-Songs. Diss-Songs, die untereinander besprochen sind. Du hast von einer Szene gesprochen. Meinst du, es ist untereinander besprochen? Natürlich ist es besprochen. Guck mal, ich muss nicht, guck mal, das ist die Sache. Ich habe keine, Antworten für dich. Ich beantworte gar nichts, was du zu sagen hast. Ich stelle dir Fragen und wir können über gewisse Sachen sprechen. Aber ich rechtfertige mich nicht vor dir.
Ich weiß es doch besser. Sollst du gar nicht. Ist das. Nee, ich bin dir nicht böse. Ich bin nicht falsch. Ich bin auch jetzt nicht böse. Nur weil ich bestimmt rede, bin ich nicht böse. Das ist ja nichts Neues. Du hast mich ja einen Agenten genannt, das verstehe ich nicht. Du sagst, es ist nichts Neues. Es ist nichts Neues, dass seit 8 Jahren meine toten Eltern beleidigt werden. Dass Arafat meine toten Eltern beleidigt hat, bevor ich seine beleidigt habe in der Öffentlichkeit. Wow, das wusste ich alles nicht. Das musst du mir auch erstmal. Aber viele wissen nicht, und das ist genau die Sache. Wissen und Wissen ist Macht. Wissen ist Macht und tatsächlich auch noch mehr Bildung ist Macht. Ich bin gebildet genug, dass ich mich im Zaum habe und keine Waffen horde und keine Waffen habe, weil es passieren kann, dass wenn ich damit kokettiere, wie die das tun, dass die mir das SEK hier reinschicken. Ja, hello. Das ist halt die Sache so. Wenn dann Leute wie auch dieser Typ neulich sagt, so, ja, ich mache deine Adresse öffentlich. Alle ganz deutlich, guck mal, Arafat weiß meine Adresse. Das ist das Schlimme. Der hat auch meine Telefonnummer, der könnte mich anrufen. Der könnte das alles ersticken, der könnte das alles sticken. Und der Typ ist ein Niemand. Ein Niemand in meinem Leben. Aber er ist jemand, der auf mich einen Mordanschlag, passieren lassen. Oder mit da in der, ne, also das, der federführend damit. Organisiert hat. Er hat so. Das organisiert. Und das ist halt kein wie massiv. Das ist nicht so, ich lasse mich selber anschießen, damit ich cool aussehe. Das ist nicht so, das ist nicht irgendwie manuell, ich verstecke mich halt hinter einem Rock, hinter irgendwelchen Kuttenträgern. Oder weil du hast gefragt, politisch. Ich verstecke mich hinter irgendwelchen NPD-Leuten. Schöner Güler, bester Mann. Die NPD oder die Linke oder Parteien, das ist nicht, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Easy. Doch, finde ich schon. Nein. Du kannst auch nicht alle, du kannst weder einen Christen oder einen Moslem alle über einen Kamm scheren. Es gibt keine Partei, die die anderen irgendwo unterstützt. Es gibt Kommunalpolitiker und es gibt Politiker, die im Bundestag rumhampeln. Es gibt Leute, die machen auf dem roten Teppich Blabla. Und es gibt Leute, die in der Kommune an der Front arbeiten. Es gibt ganz klare Unterschiede. Es gibt in der Politik, das ist ja Politik, das sind Leute, die versuchen, einen Strang miteinander zu finden. Okay? Die Macht der Mehrheit. So, okay, Stimmen. Das ist es doch, oder? Die sind nicht alle derselben Meinung. Es gibt dann auch Riesenstress. Während Parteitagen oder sowas. Oder es gibt dann auch Leute, die sagen, okay, wir wollen nichts mehr zu tun haben. Natürlich. Oder dir, der hat recht. Sendeschule. Dr. Kuder. Dr. Kuder. Ich sag Folgendes. Dorde, ist recht, Mann. Dorde, er hat recht, aber trotzdem, er hat was vergessen. Er sagt zu wenig Achu Charmuta, Enni Immek Arafat Abu Chaka. Weil Dr. Kuder wie. Enni Immek. Dr. Kurt, manche können das und manche. Ja. Ich kann auch nicht so gut Mutter, Vater beleidigen. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Manche können das gut, manche nicht. Hat nichts mit Angst zu tun. Respekt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist Erziehungssache. Und das ist eine gute Sache. Aber du kannst dann, also nicht du, aber generell, du kannst nicht so tun in der Öffentlichkeit, so ich weiß, wie ich mich unter, ich bin politisch korrekt. Aber dann, wenn es um die Sache geht, komm zu mir. Dann nenne ich dich alles. Dann baller ich dir auch was rein. Dann steche ich dich auch ab. Dann sei doch, wer du bist. Propagiere nicht, dass du ein Gangster bist und diese ganzen Sachen, wenn du tatsächlich dann aber auch öffentlich kein Gangster bist. Ein Gangster, das ist Dr. Kurde, der Rest ist alles nur... Aber damit, Gangster, das meine ich ja... Ein Gangster ist ein Gangster vor Kamera und hinter der Kamera. Das wollte ich ja damit sagen. Ihr macht ihn damit ja auch zu einem Gangster. Quatsch, du machst ihn dazu. Also ich habe nicht über ihn geredet. Wir auch nicht. Doch, also Dr. Kurde hat eine Frage gestellt. Der ist in der Öffentlichkeit. Du hast mich auch angefragt wegen irgendwelchen Leuten, die nicht über mich in der Öffentlichkeit sprechen. Wer bin ich, dass ich über die spreche, die sprechen aber nicht über mich? Wobei, Shindy hat jetzt neulich über mich gesprochen auf Tour. Ey, geil, liebe Grüße. So, weißt du? Ja, es ging ja rein um die... Über die sprechen. Ist doch dieselbe, selbe Story in Blau. Zeig mal Respekt, dass ich mit J-Love habe, du Penner, ja? Zeig Respekt. Wenn J-Love redet, bist du ruhig. Hast du mich verstanden? Ja, Gelb. Redest du mit mir gerade? Ich rede mit dir, mit dem sonst haben wir noch reden. Warte mal, Herr Bigi will hoch und Sasa will hoch. Beide wollen hoch. Oh, Roll. J-Love. Komm, hab Respekt.
Guck mal, ich sag damit auch hoch. Alles gut. Was geht, Freunde? Alles klar bei euch? Bin ich dein Freund? Doch, wir sind Freunde. Nein, Mann. Nein, Mann. Du bist gestern nicht gekommen. Und wenn das deine Leute waren, ich sag dir Folgendes. Wenn es losgeht, richtig losgeht, lass ich dich vor meinem Panzer tanzen. Nackt. Wer ist denn vorbeigekommen? Es ist scheißegal. Du hast gestern damit gedroht. Und die Sache ist folgendes. Mach hier nicht auf Kurde, Alter. Guck mal, ich sag dir Folgendes. Nenn dich anders. Hab die Eier, dich Herbigi Kurdistan zu nennen. Hey, ab morgen hast du einen anderen Namen. Ja, auch Herbigi, zeig doch mal ein bisschen was. Warte, Herbigi, zeig mal ein bisschen was von deinem Gesicht. Ja. Dr. Kurde. Ja. Hab gesagt, du schaue ich auch, was ihr noch gemacht habt, Manuelsen, und diese ganzen Depp-Chefs, die da sind, weißt du, was sie noch gemacht haben? Was denn? Die zwingen kleine Kinder, das zu machen, was sie nicht machen würden. Die Sache ist, guck mal, das waren zwei kleine Kinder eben gerade. Es ist scheißegal, ob die von ob das nur Trittbrettfahrer waren. Ich verstehe es nicht, was ist denn passiert? Wer dich zu dir geschickt hat, ich fick deine Mutter. Ja. So, hör mir zu kurz. Pass auf. Die Sache ist folgendes. Was die mit kleinen Kindern machen, ist nämlich, dass kleine Kinder auf einmal die Eier besitzen, dumme Dinge zu tun, die ein Erwachsener wie ich nicht tut. Aber was dann passiert, Jello? Wie einfach es für mich wäre, dich per GPS rauszufinden, Dicky, und dich zu tapezieren im echten Leben. Und dann jeden, den du liebst, Alter. Aha. Wer dich zu dir geschickt hat, ich fick deine Mutter. Wer dich zu dir geschickt hat, ich fick deine Mutter. Hä, warte mal, ich check grad nicht, was Sache ist. Wer hat wem wohl... Quatsch, keine Scheiße, ja, das ist kein Problem im echten Leben. Ja, keine Hacker oder was? Meinst du, ich brauch nur deine Nummer. Meinst du, ich krieg deine Nummer nicht sofort raus? Dann weiß ich, wo du bist. Aha. Und dann hole ich dich aus dem Auto raus, egal wo du schläfst, Dicker. Dann kannst du gar nichts machen. Dann berühre ich dich und jeder, den du liebst, Alter. Was für eine Scheiße. Du drohst mir hier öffentlich. Geil. Du drohst mich zu doxen, Dicker. Für irgendwelche Depp-Chefs. Manuel hat keine Eier. Aha. Diese ganzen Typen, die du deckst, haben keine Eier. Okay. Aber er deckt, glaube ich, eh niemanden, oder, Bruder? Fuck you talking about. Genau, du bist nämlich, Dicky, du bist ein Fan, yo. Genauso wie die Typen eben draußen. Ich war ein Fan. Fans sind bereit, ihr Leben wegzuwerfen. Ich bin ein Fan von dir, sag's dir so, wie es ist. Aber du warst von denen ein Fan, oder? Und deswegen. Hast du nicht vollgequatscht mit Arafat, yo? Die haben dir dein Geld genommen. Dicky, was weißt du, yo? Du meinst doch, du bist im Recht. Ich beleidige immer noch deine Mutter nicht. Ich könnte aber, weil du meine beleidigt hast. Von Anfang an mit den Depp-Chefen, mit diesem Typen, der den Pfarrer vor seinen Kindern abgestochen hat, yo. Vorgestern, nicht heute, der Juli. Mit so Leuten quatschst du mit irgendwelchen semi-professionellen 069-Typen. Ganz kurz bitte, derjenige... Das Zeug ist doch im Internet, yo. Du hast eine dicke Fresse dahinter. Wo warst du gestern? Wir hätten ganz normalen Kaffee getrunken, yo. Wo warst du denn? Auf einmal ist Akku leer. Ich komme, Bruder. Nicht um dir auf die Fresse zu hauen. Ich war ready für dich, um dir das zu sagen, was ich dir gesagt hätte. Von Gesicht zu Gesicht. Nicht mit Gewalt. Erst du Peach Not War hat deine Fresse. Gewalt, indem du schreibst, ey, ich kann deine Adresse öffentlich machen. Und wer ist hier vor der Tür eben gerade? Dafür könnte ich dich jetzt ficken kommen. Warte mal ganz kurz, Jellof. Du meinst wahrscheinlich, ich bin sauer. Nur weil ich mit dir laut rede. Ich bin doch nicht sauer. Überhaupt nicht. Du kannst mich nicht sauer machen. Ganz genau. Ich wäre ganz locker. Guck mal, ohne Scheiß, wenn ich ein Gangster wäre, ich würde dir zuschauen dabei. Dicky, ich würde mir ein Steak aus deinem Fuß machen, yo. Das wissen sie. Was redest du, Dicky? Das ist doch gar kein Problem, dich ausfindig zu machen und dich zu strecken über die ganze Wand. Kein Problem, yo. Selber, der Brackjapsen. Überhaupt kein Problem. Ja, was macht ihr mit Leuten, die keinen Stress wollen? Ja, du hast recht, J-Love, Mann. Hast du recht.
Hast du doch recht. Hey, du aber guck mal, ihr kommt ganz rein, kurz. Macht Spaß, es ist aufgenommen auf YouTube, yo. Kinder machen die Scheiße für euch. Die stechen dann Leute weg. Für euch. Ich wollte eine Sache noch sagen. Durch euch, bis einer austickt von uns. Gar nichts mehr machen. Dingens, derjenige, der deine Mutter beleidigt. Scheiß da drauf, ich will das gar nicht hören. Das ist alles Quatsch. Ja, aber sowas macht man nicht. Du weißt, wie ich zu diesem Thema stehe. Ändere deinen Namen zu Herr Biji Kurdistan. So, bevor du das nicht gemacht hast, kommst du hier nicht rein. Heidi, Heidi, wo ist dein kleines Zuhause? Dunkle Tränen, schwarze Ärsche, wo bleibt denn dein Sonnenschein? Na, na, und jetzt alle zusammen den Refrain. Na, 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 na.